Lange Zeit dümpelte das Piratenschiff so vor sich hin. Die Umfragewerte der Partei sanken in den Keller, mal 2, mal 3% bei der Sonntagsfrage. Jetzt aber will die Partei wieder Fahrt aufnehmen. Rund 50 Tage vor der Bundestagswahl spekulieren sie auf Rückenwind. US-Präsident Obama, sein Geheimdienst NSA und deren E-Mail-Schnüffelaktionen sollen die Wähler zu den Piraten treiben. Diese Hoffnung war heute auf dem Brandenburger Landesparteitag deutlich zu spüren. Er ist derzeit überall, wo auch die Piraten sind, Edward Snowden und der Überwachungsskandal. Die Partei will mit dem Thema Stimmen gut machen und wählt die Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg zur neuen Vorsitzenden. Der Überwachungsskandal interessiert jetzt vielleicht nicht jeden, aber es gibt relativ viele Leute, die zu mir kommen und die sagen, es erinnert mich sehr, sehr stark an früher. Es ist wirklich dieses Überwachungsgefühl wieder da. Doch bislang bleibt ein neues Umfragehoch aus. Werte wie noch vor 2 Jahren erreichen die Piraten jetzt nicht mehr. Zwischen 3 und 4% liegen sie laut Umfragen. Die Wähler für Netzthemen gewinnen, das soll zum Beispiel mit Krypto-Partys gelingen. Also Treffen, bei denen die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Mails oder Chats verschlüsseln. Aber bleibt dem Landesverband dafür genug Kraft? Es gibt viele Querelen. Der alte Landesvorsitzende ist Anfang des Jahres zurückgetreten. In Bad Liebenwerda sorgte heute die Parteienfinanzierung für Ärger. Bitte antworte jetzt, was hat das gekostet, was hat das gekostet? Und immer wieder wird auch Anke Domscheit-Berg angegriffen. Sie stelle sich zu sehr in den Vordergrund. Die Stimmung ist also nicht die beste. Jetzt gerade zur Bundestagswahl ist die Arbeitsbelastung noch mal sehr, sehr viel mehr gesteigert worden. Und da ist es manchmal auch ein bisschen ruppiger. Die Laune hochhalten, selbst wenn es bei der Wahl nicht mit den 5% klappen sollte, das könnte die größte Herausforderung werden. Ich sehe das nächste Jahr als das kritischste Jahr für uns an. Da wird sich also zeigen, ob wir stark genug uns aufgestellt haben, um das auch so durchstehen zu können. Genug Nervennahrung werden die Piraten also weiter brauchen.